Glück auf! Stopp, stopp, richtig gehört. Ihr seid immer noch auf dem Kanal Outdoor Buddy. Aber heute gibt es eine, ja, Hauptsache gut Guess, Ruhrpott Outdoor Spezial. Ja, ich werde was kochen. Bin hier tief in den Wald gegangen, habe mir jetzt ein Plätzchen gesucht, wo ich jetzt mein Lager aufbauen werde. Ja, und koche was, was für mich typisch ruhrpottlerisch ist. Also seid gespannt, bleibt dran. Und ja, Gruß geht natürlich raus an meine Freunde von Ruhrpott Outdoor. Und da ist eine rote Wildschweine, die hier. Er läuft. Ach du Scheiße. Heute bin ich mal faul. Ich habe endlich den Helinox Chair One bekommen. An der Stelle vielen Dank an Helinox, dass sie mir den hier zum Nutzen und Vorstellen zur Verfügung gestellt haben. Ein geiler Stuhl, 500 Gramm, ultra leicht. Quasi, ja, Kopien davon, habt ihr schon gesehen, Outhut stellt ja so Stühle her und diverse andere Marken auch. Und das hier ist halt die Nobelmarke quasi. Lager steht soweit und jetzt schnell Holz suchen. Und dann melde ich mich zurück, wenn es losgeht. Ah, wunderbar. Genau in meiner Blickrichtung ist die Sonne. Hab jetzt schön Holz gesammelt. Ja, und jetzt geht's los mit dem Kochen. Unter der Serie Hauptsache gut Guess gibt es normalerweise ja nur saarländische Gerichte. Ich habe mir jetzt aber überlegt, erstens, weil ich Bock drauf habe. Und zweitens, weil ja, Ruhrpott Outdoor ich hiermit herzlich zu ihrem 10.000 Abonnenten gratulieren möchte, quasi dieses Spezial hier zu machen. Ja, deswegen gibt es heute eine Currywurst-Pommes-Schranke. Komplett zubereitet im Wald. Na, komplett und ganz. Die Currysoße, die habe ich fertig von zu Hause mitgebracht. Die mache ich drüber, aber ich habe noch Currypulver dabei. Das wird trotzdem noch verfeinert. Ja, dann Hobo aufbauen, Feuer anmachen. Und los geht's! Ja, seit heute mal wieder seit langem den Friendstove-Hobo dabei. Ist auch mal wieder Zeit, dass der genutzt wird. Jetzt fühlt er sich etwas vernachlässigt. Feuer. Während das Feuer jetzt langsam vor sich hinbrennt und sich zugleich eine schöne Glut bildet. Was habe ich alles dabei? Ein paar schöne Rostbratwürstchen, weiße Würstchen. Dann eine Currywurstsoße, wie gesagt, was Fertiges. Aber zum Verfeinern hier ein schönes Matra-Curry. Damit es scharf wird, aus dem britischen 24-Stunden-MRI die Hot Diggy Dog Hot Sauce. Ja, für die Pommes natürlich Kartoffeln. Das heißt, gleich mal Kartoffeln schälen und klein schneiden. Und Salz haben wir dabei und natürlich ja Ketchup und Mayo. Es ist ja Curry Pommes Schranke. Und das Geile ist, die Mayo habe ich heute im Kühlschrank gefunden. Die läuft ungelogen morgen ab. Perfekter Zeitraum, um sie zu verbrauchen. Ja, dann fange ich mal an, die Kartoffeln zu schälen.
und in Stifte zu schneiden. Öl habe ich natürlich auch mit dabei zum Frittieren und noch ein bisschen Salz, um die Pommes dann zu würzen. Während das so vor sich hinbrennt, dann würde ich sagen, stelle ich auf jeden Fall schon mal das Öl auf. Ein ganzer Liter Öl hier mitgeschleppt. Das fülle ich nachher natürlich wieder hier rein. Hat dazu extra einen Trichter mitgebracht, wenn es abgefüllt ist, kommt es wieder hier rein. So, und dann geht es weiter mit Kartoffelschälen. Müll kommt, wie gesagt, alles mit nach Hause. Das wird jetzt alles hier ein bisschen rustikaler. Denn wir sind ja hier nicht in der feinen Küche, sondern im Ruhrpott. Ich schäle übrigens jetzt gerade mit dem kleinen Joker Avispa, dem Neckknife, mit dem Scandi. Richtig geil. Gerade so für solche Arbeiten echt ganz gut. Und der Scandi schlägt sich beim Kartoffelschälen besser als gedacht. Weil ein Flachschliff wahrscheinlich doch noch mal einen Ticken besser ist an so einem kleinen Messer. Das wäre mal erledigt. Kartoffeln sind geschält. Das Messer erstmal wieder weg. Achso, ne, dann werden die Kartoffeln jetzt gar nicht weg, sondern in schöne Stifte geschnitten. Schauen wir mal, wie so rustikale Pommes werden das jetzt. Nicht zu dick, weil sonst brauchen die zu lange im Fett. Ich vermute, zwei Kartoffeln hätten es auch getan. Und ich habe zwar drei Würste dabei, aber die werde ich nicht alle essen. Das wäre dann ein Tick, ein bisschen viel. Da bringe ich meiner Frau auch noch eine Currywurst mit nach Hause. Mit einer Kartoffelschale ab und zu mal testen, ob das Öl schon heiß genug ist. Aber ich bin gerade überlegen, ich glaube, ich mache jetzt die Würstchen gerade zuerst. Das ist jetzt schon mal so ein bisschen auf Temperatur. Stelle ich mal ein bisschen zur Seite. Brate die Würstchen in der Glattpfanne an. Dann kann ich die nachher schneiden. Kalt ist auf jeden Fall geworden. Heute Nacht hatten wir schon gerade so ein bisschen Frost. Hier war eben auch noch alles verfrostet, obwohl wir jetzt schon späten Nachmittag haben. Aber hier ist dann teilweise die Sonne nur schlecht hingekommen oder gar nicht hingekommen. Mega, Leute, da freue ich mich drauf. Oh, geil. Currywurst, Pommes, Schranke im Wald. Richtig gut. Oh ja. Also, die ist jetzt irgendwie schon gut. Seite. Die werde ich jetzt mal schnell klein schneiden und dann kommen die auch in den Topf zum Warmhalten. Auch schon mal naschen. Für meine saarländischen Zuschauer,
Die Wurst ist natürlich aus dem Globus. Einmal frei. Boah, die ist gut. Außen knusprig, innen schön saftig. Boah. Reis. Also es ist heute Sonntag, irgendwo, entweder fährt da hin jemand im Wald mit Motocross rum oder da wird tatsächlich Holz gemacht, was ich mir aber am Sonntag eigentlich nicht vorstellen kann. So, also wäre das schon mal abgeschlossen. Jetzt aber dann die Pommes frittieren. Auch mal ein bisschen Holz nachlegen. So, und jetzt wird erstmal ein Bier gezischt. Ein kleines. Prost Leute, ich trinke auf euch, Robot Auto, auf Goose, auf Django, auf Ecki, auf Badger, auf Paco, auf Dr. Ost, auf Malibu Stacy und ihren Gemüseeintopf, auf den, ja, ich krieg es nicht alle zusammen, Tut mir leid, ich krieg's nicht alle zusammen. Jedenfalls trinke ich auf die ganze Bande. Und ich hoffe, es kommen noch einige Videos von euch. Dann vielleicht sieht man sich ja dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, aber nächstes Jahr bestimmt mal im Wald. Cheers. Ah, herrlich. So, hier ist ja schon ordentlich Rambazamba im Topf. Hobo. Okay, also. Lang brauchen wir nicht mehr, bis wir die Frittiertemperatur erreicht haben. Ein bisschen noch. So, ich würde sagen, vorfrittiert ist jetzt mal genug. Jetzt kommen die erstmal kurz zur Seite. Dann kommt die andere Portion hier rein. Aber sieht schon mal ganz gut aus. Sind sogar schon gar. Essen können wir so. Fehlt jetzt nur noch die schöne Bräune. Kommt jetzt gleich schon mal die Würstchen noch mal kurz in die Pfanne. Dann kommt da direkt die Soße drüber. Und ja, abschließend dann Currypulver drüber. Dass das alles so noch ein bisschen warm wird. Oh ja, das wird definitiv was. Jetzt kommt hier die richtig schöne Farbe. Goldbraun. Jawohl, und jetzt werden die auch schön knusprig. 2-3 Minuten, dann sind wir hier fertig. Und wie das geil wird. Ah, Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich jetzt auf diese Pommes freue. Ah, zusammen mit einer geilen Currywurst. Jetzt kommen die Würstchen in die Pfanne. Nochmal die Currysoße dann drauf. Okay, das ist eine ganz schöne Portion. Pommes kommen jetzt raus. Hier noch mal schnell die Wurst drauf, die noch einmal durcherhitzen kann. Währenddessen kommt jetzt mal Salz auf die Pommes.
So, wir nähern uns dem Ende. Ich richte an. Currywurst. Pommes. Jetzt kommt Currypulver. Eine ordentliche Portion Currypulver drauf. Schönes Madras-Curry. Da nicht am Currypulver sparen. Würde ich mal ein besseres holen. Dann Ketchup. Und Mayo. Perfekt. Fertig ist meine Currywurst-Pommes-Schranke für Ruhrpott Outdoor. Auch schön die Manta-Platte genannt. Ne? Natürlich nur handecht echt gegessen mit dem Pixi, mit dem Titan-Pommes-Pizza. Ja, ich würde sagen, Mahlzeit, Jungs, auf euch. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Also die Pommes sind schon mal echt gut. Schön knusprig, ich hoffe, man hört's. Also ich hole euch mal mit der anderen Kamera ran. Geil. Und jetzt die Currywurst mit schönem Currypulver drauf. Geil. Genauso muss Currywurst schmecken. Bodenständig mit einem guten Currypulver. Die scharfe, halt dicke die Dogsoße brauche ich jetzt überhaupt nicht. Durch das gute Currypulver ist es echt würzig genug. Aber das kann ja jeder machen, wie er möchte. Ja Leute, wenn ihr mal Bock habt auf eine gute Currywurst, geht raus in den Wald, kocht euch eine. Ist zwar ein bisschen aufwendig, gebe ich zu. Muss ein bisschen was mitschleppen, aber es lohnt sich. In dem Sinne trinke ich auf Ruhrpott Outdoor und auf alle, die sonst das Video schauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald und ciao. Prost. Oh, ist das geil. Oh, schön die Mandablatte hier. Ach ja. Eins noch zum Schluss. Ich bin da was auf der Spur. Dem geheimen Ruhrpott Outdoor Handschlag. Ich weiß schon fast, wie er geht. Demnächst kommt eine Enthüllung hier bei mir auf dem Kanal. Seid gespannt. Ich stecke alles auf. Dann ist es vorbei mit der Heimlichtuerei. Dann war's das. Nicht mit mir. Ach, geil. Wie gemütlich der Stuhl hier ist. Noch ein kleiner Nachtrag bzw. Sicherheitsfaktor. Wenn man mit heißem Öl hier über dem Feuer hantiert, kann schnell was schief gehen. Deswegen hatte ich auch vorsorglich hier schon das Brandwundverbandspäckchen dabei. Falls wirklich irgendwie das Öl umgekippt wäre, dass ich mich hätte erst versorgen können. Also immer drauf achten. So, jetzt aber weg. Ciao.